Hallo, meine Lieben. Ich möchte heute mit dir eine Meditation machen. Dazu finde einen bequemen Platz. Schließe deine Augen und lass ganz bewusst alles, was heute war, alles, was dich beschäftigt hat, ganz bewusst jetzt draußen, außerhalb deiner vier Wände, das ist alles jetzt nicht wichtig. Atme ganz tief in dein Herzzentrum, das ist hinter deinem Brustbein, einatmen und mit dem Ausatmen dehnst du deine Atemenergie aus und flutest deinen ganzen Körper von innen. Mit dem nächsten Einatmen visualisierst du dir, stellst dir vor, goldenes Licht, atme ein. Und mit dem Ausatmen flutest du deinen ganzen Körper mit dem goldenen Licht von innen. So geht es jetzt von Atemzug zu Atemzug. Atme tief ein, goldenes Licht intensiviert sich in deinem Herzzentrum. Und mit dem Ausatmen dehnt es sich aus und flutet deinen ganzen Körper von innen. Vielleicht nimmst du dunkle Stellen wahr oder graue Stellen in deinem Körper. Dann beobachte, wie dieses goldene Licht diese dunklen oder grauen Stellen sowie auflöst und verschluckt. Atme noch einmal tief ein goldenes Licht in dein Herzzentrum. Und mit dem Ausatmen dehnt sich das goldene Licht aus und flutet deinen ganzen Körper. Und zwar so, dass jetzt dein ganzer Körper von innen goldfarben strahlt und leuchtet. Stell dir vor, visualisiere deinen Kopf von innen vollkommen golden, dein Hals, dein Nacken golden, deine Schultern, dein Oberkörper golden, deine Arme bis zu deinen Fingerspitzen golden, dein Brustraumbereich, dein Bauchraum golden, dein Becken golden, deine Oberschenkel, deine Knie golden, deine Unterschenkel, deine Knöchel bis zu deinen Zehenspitzen. Dein gesamter Körper strahlt und leuchtet jetzt golden von innen. Atme noch einmal tief ein in dein Herzzentrum. Und mit dem Ausatmen dehne deine Atemenergie aus und flute noch einmal deinen Körper von innen. Und vielleicht tritt diesmal auch die Atemenergie nach außen über deine Körpergrenzen raus. Und jetzt gehst du mit deinem Bewusstsein hinunter zu deinem Wurzelchakra, das ist dort, wo dein Steißbein ist. Und hier pumpst du mit deinem Ausatmen ein großes, rotes, rundes Kissen auf. Also du pumpst es so weit auf, dass du bequem drauf Platz hast, also gerne auch breiter als deine Hüften. Tief ausatmen, großes, rotes, rundes Kissen aufpumpen.
Und jetzt setzt du dich mit deinem Bewusstsein drauf auf dieses große rote runde Kissen und Kraft deines Vorstellungsvermögens lässt du es absinken durch den Boden, durch die Erdschichten, saust tiefer und tiefer die Erdschichten nach unten, tiefer und tiefer. Und du bemerkst, wie in der Breite deines Kissens sowas wie ein Erdungskanal, ein Schacht entsteht. Und du saust tiefer und tiefer nach unten. Und kurz vor dem solaren Kern der Erde stößt du auf eine Diamantlichtschicht und du tauchst ein in diese Diamantlichtschicht. Und plötzlich siehst du, da steht auch schon Mutter Erde mit weit geöffneten Armen. Und du lässt dich in ihre Arme gleiten. Und du siehst, spürst, nimmst wahr, dass Mutter Erde ein großes Lachen auf ihrem Gesicht hat. Denn sie ist voller Freude, dass du jetzt da bist. Und sie wiegt dich liebevoll in ihren Armen hin und her. Und du erlaubst dir, ein bisschen von dieser Mutterliebe aufzutanken. Denn Mutter Erde liebt dich genau so, wie du bist, egal was du auch immer anstellen magst oder auch nicht, Mutter Erde nimmt dich und liebt dich, genau so wie du bist. Und du genießt die Geborgenheit in ihren Armen, genießt das Wohlfühlgefühl, spürst die Wärme, spürst eine Sicherheit. Du bist ganz sicher in ihren Armen. Und du spürst auch, dass alles gut ist, so wie es ist. Und du merkst, dass du alles, was dich belastet, an Mutter Erde abgeben kannst und sie in ihrer unendlichen Gnade alles auf sich nimmt. Und du genießt diese Geborgenheit, dieses sanfte Schaukeln von Mutter Erde und du liegst in ihren Armen. Und während du in ihren Armen liegst, merkst du, wie sich das Diamantlicht um dich herum, um euch herum angesammelt hat. Das Diamantlicht hat die Schwingung von Wahrheit, Klarheit, Eindeutigkeit und Balance. Und du bittest Mutter Erde um all ihre Heilkräfte, die sie dir jetzt zur Verfügung stellen kann. Das macht sie gerne. Du bedankst dich bei ihr und gibst ihr einen dicken Drücker. Und dann ziehst du dich in dieser großen Diamantlichtblase, die dich umgibt, mit drei tiefen Atemzügen
zurück, den Erdungskanal zurück nach oben. Atme tief ein. Und du saust höher und höher die Erdschichten nach oben. Noch einmal tief einatmen. Und beim dritten Mal kommst du unten bei deinem Körper wieder an und flutest jetzt mit dem Diamantlicht deinen Körper, kommst bei deinem ersten Chakra, bei deinem Wurzelzentrum unten an, flutest deinen Beckenraum, Bauchraum mit dem Diamantlicht, dann dein Lungenraum, Brustraum, Schultern, Nacken, alles strahlt und leuchtet jetzt Diamantlichtfarben in deinem Körper. Und dann schickst du das Diamantlicht hinten über den Gehirnstamm nach oben in dein Gehirn. Und flutest als erstes deine linke Gehirnhälfte mit dem Diamantlicht, schickst das Diamantlicht hier durch jede Gehirnwindung bis in jedes hinterste Winkel und Eck. Das Diamantlicht klärt und reinigt deine Gedanken und befreit von Was-wäre-wenn-Gedanken. Deine linke Gehirnhälfte, und wenn du auch hier vielleicht graue Stellen wahrnimmst oder dunkle Stellen, dann auch beobachte, wie das Diamantlicht diese auch hier so wie auflöst und verschluckt. Die ganze linke Gehirnhälfte strahlt und leuchtet jetzt Diamantlichtfarben. Und jetzt flutest du auch deine rechte Gehirnhälfte und schickst das Diamantlicht auch hier akribisch genau durch jede Gehirnwindung durch, in jedes hinterste Winkel und Eck, rechte Gehirnhälfte. Das öffnet die Einsicht, öffnet den Weitblick, klärt und reinigt deine Gedanken, macht wach und klar, so dass jetzt ein ganzer Kopf sowie Diamantlichtfarben auch strahlt und leuchtet und du bemerkst, wie von ganz allein an der höchsten Stelle deines Kopfes sich das siebente Chakra, das siebente Zentrum sich nach oben hin öffnet, ganz langsam wie eine Lotusblüte nach oben und wie gleich breit wie der Kanal unten auch nach oben der Diamantlichtstrahl nach oben hinaus schießt und sich ganz hoch oben mit deinem Seelenherzen verbindet, so dass du jetzt verbunden bist durch den Diamantlichtstrahl mit dem Herzen der Erde, mit deinem Herzen, mit deinem Herzzentrum und mit deinem Seelenherzen. Du gehst mit deiner Aufmerksamkeit noch einmal zurück zu deinem Herzzentrum, hinter deinem Brustbein, das vierte Chakra, und dehnst von hier das Diamantlicht noch einmal aus, nach vorne, nach hinten, zu allen Seiten. So, dass du jetzt so wie in einer Diamantlichtblase sitzt, in einer großen, so wie in einem Diamantlichtei. Und diese Verbindung
vom Herzen der Erde, dein Herzchakra und dein Seelenherz nährt dich, stärkt dich und kräftigt dich. Und das Diamantlichtei, das schützt dich. Und wenn du diese Meditation in der Früh machst, dann kannst du auch gerne, wenn du möchtest, obwohl am Abend geht's auch, dir rund um dieses große Diamantlichtei, was dich umgibt, dir ein tiefblaues Licht vorstellen, so ein richtiges, dunkles, nachttiefblaues Licht. Denn dieses tiefblaue Licht hat die Qualität von Mut, Schutz, Kraft und Wille. Also es ist ein guter Mechanismus, wenn du hinausgehst, ein guter Schutzmechanismus, dich in diesem blauen Licht, diesem tiefblauen Licht einzuhüllen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag oder eine gute Nacht.